Es ist ein Zickzackkurs. Erst gibt der Kongress grünes Licht für den 9-Billionen-Haushalt der USA, doch dann erwägt Präsident Trump. Niemand könne das komplett lesen. Die Republikaner hätten zu viele Zugeständnisse an die Demokraten gemacht, bemängelte er. Mit Trumps Unterschrift wird ein drohender Regierungsstillstand abgewendet. Trump hatte zuvor auf Twitter geschrieben, er erwäge ein Veto gegen das Gesetz. Allerdings umfasst das nur Mittel für Erhaltung und Reparaturen sowie für Drohnen, Zäune und Planungen. Gelder für den von Trump gewünschten Neubau einer Mauer sind darin nicht enthalten. Das DACA-Programm bietet Einwanderern, die sich illegal in den USA aufhalten, eine neue Regelung zu finden. Mehrere Anläufe dafür im Kongress scheiterten, aber das lag auch daran, dass Trump keine Kompromissbereitschaft gezeigt hatte. Er knüpfte eine Lösung für DACA an Bedingungen. Zwar erklärte er sich dazu bereit, dass 1,8 Millionen illegale Einwanderer die Chance auf eine Einbürgerung bekommen sollen. Er forderte aber im Gegenzug 25 Milliarden US-Dollar für die Mauer an der Grenze zu Mexiko, eine Begrenzung des Familiennachzuges für Einwanderer sowie ein Ende der sogenannten Green Card Lotterie, die Menschen aus verschiedenen Ländern eine Chance auf eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis in den USA gibt. Auf die letzten beiden Punkte wollten sich die Demokraten, dass die roten Zahlen die Wiederwahl der Parlamentarier gefährden könnten. Quelle: ntv.de